Das ist ein Film vom Fliegen und von Fliegern. Liebe Zuschauer, im Namen des Organisationsbüros der 5. Welt. Ein Film über Menschen, von deren Leistungen die Welt spricht. Begrüßen wir Sie recht herzlich. Den Jungen und den Meistern ist dieser Film gewidmet. Ihnen vor allem, die den Himmel sauber halten über unserem Land. Ein Sonnabend im August. Morgens auf einem Flugplatz unserer Luftstreitkräfte irgendwo in der Deutschen Demokratischen Republik. Es ist Flugtag. Ausbildung für alle Piloten der überschnellen Jagdflugzeuge. Wer eine MiG-21 fliegt, lernt nie aus. Drei Flugzeugführer haben eine besondere Aufgabe zu lösen. Ja, aber können Sie es jetzt loslassen? Herr Luke heißt, mein Springer damit an. Ich bin jetzt ganz oben. 9 Uhr durch. Noch lange hin bis Sonnenuntergang. Warten und ständig bereit sein. Alarmbereitschaft. Diensthabendes System. Hier ist noch andere Ziele hierher. Ist auch angegriffen durch meinen Bauer. Weiter, Zürich, nach da und da. Hauptmann Gareis. Hauptmann Hartig. Abzudecken bzw. an durch zu stellen. Oberleutnant Sieber. Alle drei zusammengenommen sind sie schon 32 Jahre Flugzeugführer-Ingenieur. Wir sitzen hier ganz gemütlich, aber das kann sich schnell ändern. Rechnen wir mal. Bei einer Geschwindigkeit von einem Mach legt der Gegner pro Sekunde 330 Meter zurück. Wenn er bei uns eindringt, müssen wir ihn abfangen. Da entscheiden dann Bruchteile von Sekunden. Aber die MiG ist kein Wartburg. In 4 Wochen Fahrerlaubnis nicht zu machen. Das dauert Jahre. Und man muss bei Zeiten anfangen zu lernen. Nicht erst, wenn man Soldat wird. Kameraden, am gleichen Tag zur gleichen Stunde auf dem GST-Flugplatz in Zwickau. Herr Kamerad Wanke, ja. Sie fliegen Kunstflug in der Kunstflugzone in der Übung 14. Sie sind Flugschüler, aber keine Neulinge. Ninge, mit 14 steuerten sie Segelflugzeuge. Seit einem Jahr schulen sie auf der JAK 18A. Heute haben zwei von ihnen ihr Gesellenstück zu liefern. Kamerad Gneiser, ja. Kamerad Dreyf, ja. Vor Ihnen steht heute eine ganz besondere Aufgabe zum Flugbetrieb. Sie sollen heute das erste Mal allein fliegen. Sie sind damit ein großes Stück Ihrem Berufsziel, Flugzeugführer-Ingenieur bei den Luftstreitkräften zu werden, näher gerückt. Wir werden aber vor dem noch... Erst wollten wir einfach fliegen. Klar, das ist eine tolle Sache, über den Wolken, uralter Menschheitstraum und so. Aber unsere Lehrer haben uns ein bisschen mehr beigebracht, als bloß in der Luft rumzukutschieren. Wie heißt das Lied? Du hast ja ein Ziel vor den Augen. Wir haben eins. Flugzeugführer-Ingenieur bei den Luftstreitkräften. Das ist eine Aufgabe fürs Leben. Sonnabend im August und ideales Wetter für die Weltmeisterschaften im Motorkunstflug, ausgerichtet vom Aero-Club der DDR in Magdeburg.
Flieger Hasse. Männer, Frauen, Mädchen aus 13 Staaten bewerben sich um 7 Weltmeistertitel. Jeder Wettkämpfer muss die gleichen 17 Figuren fliegen. Keiner darf sie vorher trainieren. In der Fachsprache heißt das unbekannte Pflicht. Das ist die Equipe der Sowjetunion. Seit 1966 Mannschaftsweltmeister. Genosse Martemjanov, der amtierende, absolute Weltmeister. Die Frauenmannschaft der DDR. Gestern hat sie Großes geleistet. Heute fallen die Entscheidungen bei den Männern. Wir sind Fluglehrer der GST. Jeder von uns beherrscht den Kunstflug. Natürlich, das gehört zum Beruf. Heute werden wir uns mit den Besten der Welt messen. Die unbekannte Pflicht, das ist das Schwerste. Da muss man alles einsetzen, was man weiß und kann. Ein Tag hat begonnen, auf 3 Flugplätzen der DDR. Weit voneinander entfernt bereiten Flieger ihren Start vor. Sie kennen einander nicht. Sie sind Schüler, Lehrer, Meister ihres Fachs. Dieser Sonnabend im August stellt ihnen eine gemeinsame Aufgabe, die Bewährung für ihr Land, die Bewährung am Himmel. Kurt Rusch, unser Trainer, gibt die letzten Hinweise. Noch einmal sprechen wir jede Figur gemeinsam durch. Das Unbekannte wird bekannt. Ich hätte noch mal zu dem Komplex der Gerissenrolle und dem anschließenden Tunnel eine Frage. Und zwar, es kann doch durchaus vorkommen, dass die mal nicht ganz in der Richtung rauskommt. Ist es da von der rein taktischen Variante günstiger, sofort das Tunnel einleiten? Oder soll man erst die Richtung korrigieren, um dort auf das Tunnel mehr Punkte zu kriegen? Was wäre günstiger? Günstiger ist auf jeden Fall, wenn du zum Beispiel richtungsmäßig Fehler drin hast, etwa zu 50% diesen Fehler zu korrigieren, um dann das Trudeln einzuleiten. Unmittelbar ausleiten und sofort trudeln bringt auf jeden Fall Abzug, weil die Schiedsrichter ja das Ende der einen Figur... Man muss den Ablauf der Figuren im Kopf programmieren. Und dann der Platz, seine Begrenzung, die Längsachse, die Querachse, die vorgeschriebene Flughöhe, ja, und die Zeit einhalten, also wenn man das alles beachtet, ist es ganz leicht. Am Ende des Raumes zu fliegen und dann in forciertem Tempo die nächsten Figuren zu absolvieren. Jeder probiert es noch einmal auf seine Weise. Dieter Karpan. Er hat vor kurzem sein Pädagogikstudium abgeschlossen. Erwin Bläske, unser Ältester. Ehemals Traktorist. Manfred Jurk, der Jüngste. In seinem Ausweis steht noch Kfz-Schlosser. Peter Kahle. Er kam wie Dieter Karpan von den Luftstreitkräften zur GST als Ausbilder. Günter Börner. Reserveoffizier der Nationalen Volksarmee. Wie jeder von uns.
Also dann, Hals- und Beinbruch und gutes Gelingen. Kennt seine Aufgabe. Oberleutnant Sieber, unser Flugleiter, und wir, die Piloten. Einer von uns beiden hat immer den Druckanzug an. Eben wegen der entscheidenden Sekunden. Er ist auch als erster in der Einsatzmaschine. Als Paar fliegen. Zu zweit also. Und das ist mehr als nur die arithmetische Größe 1 plus 1. Ein Paar, das sind zwei, die eine Aufgabe lösen. Den Luftraum der DDR schützen. Jeden Gegner vernichten, der es wagt, uns anzugreifen. Zur gleichen Zeit landet in Zwickau der Flugschüler Rolf Gneiser, Abiturient mit dem Berufsziel Flugzeugführer-Ingenieur der Luftstreitkräfte. Der letzte Kontrollflug mit dem Lehrer ist absolviert. Eine Menge müssen wir noch abstellen, die waren zwar sehr gering, aber muss noch gemacht werden. Steigflug war in Ordnung, erste Kurve war in Ordnung, auch die zweite Kurve war in Ordnung. Im Parallelflug darauf achten, dass man nicht zu sehr zum Platz versetzt wird. Aufregend ist das schon. Du hast dich verpflichtet. Studium an der Offiziersschule, Berufsoffizier. Wenn du jetzt versagst, ist alles hin. Aber du schaffst es. Ganz bestimmt. Du weißt, was du willst. Alles klar? Du hast gute Lehrer. Also los. Delta Fox Romeo von Aero Zwickau, das Rollen zum Start ist erlaubt. Rollen zum Start erlaubt, Delta Fox Romeo. Delta Fox Romeo, Startposition, erlaubt den Start. Delta Fox Romeo von Aero Zwickau, der Start ist erlaubt. Ab geht die Post. Jetzt ganz konzentriert. Erst der Steigflug, dann die erste Kurve. An nichts sonst denken.
Ein schönes Land. Der Blick weitet sich aus dieser Perspektive. Man sieht Zusammenhänge und Dimensionen. Nicht nur geografisch. Unsere sozialistische Heimat. Eine Platzrunde, was ist das schon? Einmal rum und fertig. Kein Mensch hält das für kompliziert, wir auch nicht. Aber ich habe gelesen, irgendwo sprach mal ein Reporter mit einem erfahrenen Offizier der Luftstreitkräfte. Er hatte schon x Einsätze hinter sich. Und als er nach seinem aufregendsten Erlebnis gefragt wurde, hat er geantwortet, mein erster Alleinflug. Das macht die Verantwortung, glaube ich. Gneiser wird ein guter Flugzeugführer. Der Abstand zum Landedee ist ausgezeichnet. So wie ich ihm das vorhin gesagt habe. Ebenso der Start. Die Höhe gehalten. Wunderschön. Genau 1 Meter über den Erdboden. Wie es sich gehört. Bis er die Geschwindigkeit hatte zum Steigflug. Hat er das getan. So, die dritte Kurve. Jawohl, die Schräglache ist ausgezeichnet. Er schafft's. Auf dem GST-Kongress hat der Minister für nationale Verteidigung gesagt, unsere Gesellschaft für Sport und Technik ist die Vorbereitungsschule für den Soldaten von morgen. Und dass unsere Ausbilder uns dreierlei mitgeben sollen. Militärische Grundkenntnisse, Disziplin und vor allem Klarheit im Kopf. Kurze Gerade, landebereit, erlauben Sie Landung. Delta Fox Romeo, die Landung ist erlaubt. Landung erlaubt, Delta Fox Romeo. Während der Flugschüler Rolf Gneiser nach einer tadellosen Landung ziemlich sicher ist, dass er auch den kleinen Rest bis zur MiG-21 noch schaffen wird, sind Fluglehrer der GST dabei, den Mannschaftssieg der Weltmeisterschaften im Motorkunstflug für die DDR zu erringen. Natürlich sind wir auf Sieg geflogen, mit kreisendem Horizont, mit dem Erdboden da, wo eigentlich der Himmel sein sollte, mit positiver und negativer Belastung, in den Sitz gepresst oder in den Gurten hängend, aber wir haben es geschafft. Ja, sie haben es geschafft. Grund zur Freude für den Trainer, für tausende Zuschauer, für uns alle.
Die Flieger der GST sind Mannschaftsweltmeister im Motorkunstflug. Doppelter Glückwunsch für Erwin Bläske. Er wurde auch Einzelweltmeister in der Pflicht für Herren. Und für Peter Kahle, dem Sieger in der Gesamtwertung. Ein Sonnabend im August. Wir fliegen unseren Einsatz. Der Gefechtsstand führt uns an das Ziel heran. 26, hier Adler 5. Ihr Kurs 320 Grad. Steigflug auf 11.000 Meter. Verstanden. Kurs 320 Grad. Steigflug auf 11.000 Meter. Der Gegner ist schnell. Wir werden schneller sein. Jahrelang haben wir das gelernt und geübt. Bei der GST, auf der Offiziersschule, in der täglichen Ausbildung. Zielhöhe 15.000 Meter. Ihre Geschwindigkeit 1,6 Mach. Sekunden schneller als der Gegner. Nicht bloß, weil die Maschine vielleicht mehr hergibt. Die Fachleute sind die anderen auch. Es ist einfach Klassenkampf. Sie oder wir. Also, auf alle Fälle, wir. Adler 5, 526, Ziel erkannt. 526, greifen Sie an. Sie lösen die Kampfaufgabe. Diesmal war es eine Übung. Flugzeugführer, Ingenieure unserer Luftstreitkräfte. Persönlichkeiten. Gebildet, sie beherrschen die modernste Technik. Flieger mit Überblick. Adler 5, Aufgabe erfüllt. Wie sagte der Flugschüler Gneiser? Erst wollten wir einfach fliegen, uralter Menschheitstraum und so. Aber dann, du hast ja ein Ziel vor den Augen. Eine Lebensaufgabe.